Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Martha is Dead. So, wir sind jetzt hier immer noch im Keller. Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wir haben in den letzten Folgen ist ja einiges passiert. Folgendes ist passiert. Wir wissen mittlerweile ganz genau, dass unsere Mutter Martha getötet hat. Martha hat wiederum dafür gesorgt, dass die Mutter glaubt, dass Julia schwanger ist. Und deswegen ist sie nachher runtergegangen zum See und hat sich bewusst, mehr oder weniger bewusst von ihrer Mutter töten lassen, damit Julia eben noch ein bisschen vernünftig weiterleben kann, damit sie ein vernünftiges Leben hat, weil sie eben halt auch sehr gelitten hat, Julia. Und so ist momentan der Sachstand. Normalerweise sollte hier rechts gleich die Mutter sitzen, weil wir hier vor der Dunkelkammer sind. Wir wollen ja nochmal wieder Bilder entwickeln, auf denen zu sehen ist oder mit denen wir auch beweisen können, zum einen, dass Martha schwanger war. Damit können wir eben halt beweisen, dass eben halt Martha schwanger war und nicht wir als Julia. Und dass die Mutter tatsächlich den Mord begangen hat. Ich bin gespannt und cool, dass wir hier noch speichern konnten. So, ich habe mal RTX ausgeschaltet. Mal gucken, wie das heute performance-technisch läuft. Und ich bin gespannt. Da sitzt die Mutter. Die wollte da ja auf uns warten und verhindern, dass wir in die Dunkelkammer kommen. Sie schläft. Das muss ich ausnutzen. Ich werde sie zum Reden bringen. Ja. Sie wird die Wahrheit offenbaren. Aus Angst. Und sie denkt, dass ich zum Schweigen gebracht werden kann, indem sie mich für verrückt erklärt. Aber ohne ihr Wissen werde ich alles aufnehmen. Jeder wird wissen, was du mit deiner eigenen Tochter gemacht hast. Genau. Einmal das. Und wir werden natürlich noch aufnehmen. Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Ja, okay, das Ding haben wir an. Gut, dann müssen wir die Mutter erstmal interviewen. Ich dachte, wir sollten erstmal die Bilder machen. Schade, die hätte ich ganz gerne noch vorher entwickelt. Ich bin so gespannt, ne? Aufwache, Mutti. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Hör auf sie. Was? Was tust du, meine Tochter? Was? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Hä? Was? Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Bitte was? Oh Gott. Was habe ich getan? Was? Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Nicht mal das. Julia. Ich sitze hier mit offenem Mund. Bitte was? Er schießt ihre eigene Mutter jetzt gerade. Ich dachte, da kommt tatsächlich eine Befragung. Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Ah. Das hätte ich mir denken können. Aber ich meine, das Einzige, was ich mir jetzt nur noch vorstelle. Kann. Mein Gott. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Dann wird alles zu Ende sein. Ich dachte, da steht gerade jemand, aber das ist immer noch die Puppe. Das Einzige, was ich mir jetzt nur noch vorstellen kann, warum wir die eigene Mutter erschossen haben, ist, dass wir sind ja nun mit Martha ja verbunden, allein dadurch die Tatsache, dass wir halt, dass es halt Zwillinge sind. Können wir jetzt Fotos noch machen? Hoffe ich doch. Verdammt, der Strom ist ausgefallen. Ah. Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln. Ja, dann war ja wieder klar. Licht. Licht. Licht, hallo? Licht, hallo? Ah, okay, alles klar. Ja, gut. Sicherung. Oder wollen wir nach oben? Ich weiß gerade nicht, wo wir hin sollen. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Der Film im Kleid.
Entwickle das Foto, können wir nicht, kein Strom. Telefonieren. Cabaniere hätte ich da aber schon mal angerufen. Okay, das waren die wahrscheinlich, die nichts sagen konnten. Kommunikationsleitung, das benutzte den Telegrafen und merkte den Code Town on Fire. Das hatten wir ja immer noch nicht hingekriegt. Ein fröhliches Zimmer, öffnet das glückliche Zimmer. Da müssen wir gleich hin. Eine seltsame Notiz entwickelt das Foto vom Fötus. Ja, wenn wir den Strom hätten. Haben wir hier, hier haben wir aber keinen Sicherungskasten, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier der Sicherungskasten sein soll. Irgendwie hier? Wahrscheinlich nicht. Aber, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass Martha mit Julia irgendwie so mental irgendwie verbunden ist und da vielleicht irgendwie so dieser Effekt kam. Oder vielleicht ist sie tatsächlich auch. Wenigstens habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen? Werden wir gleich erfahren, hoffe ich. Ja, und dass sie irgendwie mental miteinander verbunden waren und sind. Und wer weiß, vielleicht ist sie auch komplett irgendwie durchgedreht, Julia. Vielleicht hat sie irgendwie. Vielleicht hat sie irgendwas. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat sie ab und zu mal so eine Blackouts, wo sie halt Dinge tut. Und vielleicht hat sie doch tatsächlich selber Martha umgebracht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist echt ein abgefucktes Spiel gerade, so ein bisschen. Endlich kann ich mein Zimmer betreten. Ja, ich bin gespannt, was wir hier jetzt für Erkenntnisse gewinnen. Automatisch gespeichert. Oben. Okay, werden wir hier vielleicht erfahren? Wenn dahinter gucken? Nee. Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ich habe mit den Puppen das nachgespielt, was in meinem Leben passiert ist. Ah. Um den Kopf frei zu bekommen, immer noch mit den blutigen Fingern, ey. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Ob das wirklich die weiße Frau gewesen ist, das ist ja auch noch so ein Ding. Vielleicht war das auch nur nie im Kopf. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Aber der Tod erwartete sie, nicht die Liebe. Junge Dame. Ach so, wir müssen verwenden, um verfügbare Aktionen anzuzeigen. Mein Liebster ist noch nicht da, ich werde warten. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde warten. Ich glaube, Julia hat selber ein bisschen einen im Kopf. Behaupte ich mal. Ah, was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Bewege diese Puppe innerhalb des Theaters, um eine neue Aktion zu machen. Endlich bist du da. Was ist los? Warum verhältst du dich so seltsam? So schräg steht aber. Liebhaber. Achso, wir können hin und her switchen. Das rot markierte. Alles klar. Okay, sprechen. Du hast mich betrogen. Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt. Du hast mich betrogen. Du hast mich betrogen. Bist du verrückt? Würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Natürlich doch. Töten. Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben. Das ist ja mal ein freudiges Puppentheater. Was habe ich dir angetan? Ja, was habe ich dir wohl angetan? Was hat er denn erwartet, was passiert? Verzweifelt gestand naja. Der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Oh Gott, der Recht sieht auch ein bisschen schwierig aus, ne? So, der Priester. Die letzte Ölung lesen. So. Hinrichten.
Das war ja kurz und schmerzlos. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Achso. Verfügbare Option anzeigen, singen. Komm zu mir, mein Schatz! Hilfe! Hilf mir! Nun kann ich beginnen. Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Ja, Martha. Sie sagen, der Krieg ist bald vorbei. Julia sagt, Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Was mich ein bisschen stutzig macht an der Szene, guck mal, oben links ist ja der Mund vom Martha zugenäht, was ja eigentlich bei Leichen, sage ich mal, jetzt normal wäre. Ach nee, Moment, vielleicht ist es einfach nur ein Symbol dafür, dass Martha stumm war. Zu dem Zeitpunkt hat man ja noch gedacht, dass sie stumm war, was sie ja nie gewesen ist. Ja, dann wollte ja nur einfach nicht reden. Sie werden uns alle nehmen. Werden wir nach Deutschland gehen? Werden wir arm werden, wenn wir nach Deutschland gehen? Werden wir nach Deutschland gehen? Ich fürchte, das werden wir. Ich denke, die sind doch deutsch. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Hast du Lappo gestern gesehen? Hast du Lappo gestern gesehen? Oder möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ja gut, nee, das wäre die Frage ja gewesen. Eigentlich. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich möchte baden, ich möchte ein paar Fotos machen. Ich möchte ein paar Fotos machen. Was ist, wenn Mama das herausfindet? Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Ich weiß gar nicht, warum ich es vorlese. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Da lese ich nur das Format davor. Wirst du tatsächlich im Morgengrauen aufwachen? Weck mich auf. Weck mich auf. Ach, jetzt kommt die Frage doch. Hast du Lapo gestern gesehen? Nein. Warum fragst du? Nee, erstmal fragen, warum. Warum fragst du? Ich hab gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Nein. Nein! Das war er, nein! Sollen wir die Betten tauschen, wie früher, als wir noch Kinder waren?
Dad. Da wusste sie, hatte sie schon ihren Plan natürlich, klar. Klar, tolle Idee. Nächsten Morgen. Ja, es geschah folgendermaßen. Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Hm. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ja. Ich kann jetzt nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Ach so, das war das rote Kleid. Deswegen der rote Stoff. Ich dachte, dass das eben so ein bisschen mit den Revolutionären so ein bisschen zusammenhängt, aber anscheinend nicht. Sprechen, oh Gott. Ausziehen, dein Messer nehmen, sprechen, ausziehen. Hallo Mama, ich spreche von mir. Hallo Mama. Hallo Mama. Hey, wieso sprichst du jetzt auf einmal? Hey, warum sprichst du? Ach so, na klar, natürlich, sie ist ja jetzt im Prinzip Julia, sie spielt jetzt Julia. Weil Martha hatte ja doch der Mutter diesen Brief geschickt, von wegen, ah, du musst mal gucken, Julia ist schwanger und sie muss mal gucken, wenn sie sich morgens am See waschen geht und so weiter und dann ist sie jetzt ja am Reden. Ach ja, genau, ja, okay. Ist ja alles sehr verworren, aber es ist halt so, Stock nehmen. Okay. Zieh dich aus, ich will deine Schande sehen. Hallo Julia. Fangen wir es mal nice Hallo, an. Hallo, Julia. Ah. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich will deine Schande sehen. Wie kannst du es sagen? So, nee, zieh dich aus. Ich will deine Schande sehen. Zieh dich aus. Ich will deine Schande sehen. Brauche gar nicht mehr vorlesen. No, nie im Leben ausziehen. Nie im Leben. Ich zieh dir das Kleid aus, du dummes Mädchen. Und da siehst du das Bäuchlein. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Na, wenigstens hatte ich Spaß. Sollte ich das tatsächlich so sagen? Ein Bad nehmen. Na, wenigstens hatte ich Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sagen sollte. Ein Bad nehmen. Ich nehme mal ein Bad. Irene! Komm aus dem Wasser! Ausziehen und ins Wasser gehen. Okay, da sind wir mit dem Punkt sogar, glaube ich, hinaus. Muss mal. Komm aus dem Wasser! Aus dem Wasser kommen. Einen Stock nehmen. Schau dich kaputt. Willst du mir wehtun? Nein. Natürlich nicht. Dumm. 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 Das scheint mir nicht sehr stichhaltig zu sein, aber alles könnte wahr sein. Okay, wir müssen es also so lange spielen, bis es passt. Ausziehen, sprechen. Nochmal alles von vorne. Hallo, Mama. Hallo, Julia. Hallo.
Hallo, Julia. Wir müssen es also genau richtig spielen. Was willst du von mir? Nochmal, ich glaube, bis dahin war der Punkt ganz... Was willst du von mir? Ich glaube, das war schon an sich richtig. So. Sieh dich aus. Ich will deine Schande sehen. Nie im Leben. Nie im Leben. Ich es muss ja zum Streit aus, kommen. Du dummes Mädchen. Es muss ja zum Streit kommen, weil ich glaube nicht, dass die Mutter einfach so mit dem Hintergrund zum See gegangen ist, zu sagen, hey, ich hau dich jetzt um und ich mach dich jetzt kaputt. Sondern das wird tatsächlich zum Streit gekommen sein. Und dann hat im Affekt sie ihre Tochter getötet. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Wenigstens hatte ich Spaß. Ja, machen wir das mal so. Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Naja. Naja. Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure. Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure. Versuch es doch, trau dich. Ist sie wirklich so? Versuch es doch, trau dich. Stock nehmen. Dumm. 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 Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Das könnte genau das sein, was passiert ist. Wiederholung der Szene fortfahren. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Junior. Brechen? Die brechen. Hä? Ein kleiner Arm? Ach du, Ein kleines Bein? Ich glaube, Julie hat nicht alle Tassen im Schrank. Tut mir leid, ich dachte, sie wäre echt die Gute. Und noch ein kleiner Arm. Und noch ein kleines Bein. Noch ein kleines Bein. Oh, Alter. Oh, nur noch der Kopf ist übrig. Okay. Oh, warte, hier vorne. Den Mob nehmen. Den Mob einmal aufwischen. Wings sauber ist sie. Das ist doch schon mal schön. Alter. Ich war unter der Brücke, aber... Sie hat es tatsächlich gemacht. Es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Ich habe nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Unter der Brücke. Die Kirche. Die Stadt. Sprich, ich
Die weiße Frau. Alter! Und ich dachte, sie... Ich dachte, die spielt da noch so ein bisschen und plötzlich hat sie den Kopf ihrer Mutter in der Hand. Alter, was ist das für ein Spiel? Ich habe nur gespielt, ja. Alter. Was ist das für ein Spiel? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Warte mal. Der Kopf. Warte mal. Werde den Kopf los. Das ist kein Spiel, werde den Kopf los. Karte ansehen. Das Fahrrad. Kommunikationsleitung. Der Kopf. Okay, hier am See wahrscheinlich. Oder müssen wir hier unten hin? Nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen zur Brücke, alles klar. Also ich glaube, mittlerweile können wir uns sicher sein, dass Julia so ein bisschen was am Kopf hat. Aber also die Aufklärung dazu würde mich mal interessieren, weil sie ja offensichtlich es, sage ich mal, nicht bewusst tut. Also schon bewusst tut, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Sie ist vielleicht nicht so ganz... Kommen wir hier runter? Okay. Jetzt stellen wir den Kopf einfach mit auf die Straße. Nee, das wäre auf jeden Fall verkehrt. Irgendwo war doch hier war doch der Weg irgendwo. Ja, gehen wir doch den Weg mal runter, da wo es beleuchtet ist. Alter. Ach so, da hat sie die Leiche vergraben. Scheiße. Ey, sie hat es tatsächlich getan. Sie hat tatsächlich ihre Mutter auseinandergenommen. Ich werd wahnsinnig. Heftig. Ich hätte das Loch vielleicht ein bisschen tiefer gegraben. Okay, Alter Schwede, ey. Also, Julia, bei allem Respekt, also ich glaube, du kommst echt in die Klapse. Also, das ist so. Ja, und die vielleicht. Ich hätte vielleicht ein bisschen tiefer gegraben und, Alter Schwede. So, was jetzt? Der Film im Kleid, das müssen wir immer noch entwickeln. Das Telefon, Nummer. Town on Fire, seltsame Notiz. Entwickle das Foto vom Fötus. Ja, wir können ja immer, wir haben immer noch nichts. Ja, aber wir können hier nichts machen, ne? Hier haben wir gerade. Hier ist gerade nichts. Okay, wir müssen wieder los. Hier können wir gerade nichts machen. Aber warum buddelt sie die jetzt nicht ein? Also, ich meine, ist doch alles da, oder? Oder ist dann noch. Oder wir müssen noch unten den Keller noch sauber machen. Das kann sein, dass wir das jetzt noch machen müssen. Der Strom ist wieder da. Jetzt kann ich den Film entwickeln und meine Fragen werden hoffentlich beantwortet. Ja, schnell. Alter, guck mal da hinten. Alles in Flammen. Alter, was für ein abgefucktes Spiel. Was für ein... Nee, falsche Richtung. Da hinten müssen wir lang. Auch falsch. Oh. Auf immer. Eins zu früh rein. Ey, das ist doch. Achso, wir haben schon sauber gemacht. Okay, alles klar. Ey. Das ist. Das Spiel macht mich echt fertig. So, wir entwickeln die Bilder noch schnell. Da bringen sie einfach ihre Mutter um und zerstückelt die und verbuddelt die unter der Brücke. Ich werd wahnsinnig. Ich hätte vieles erwartet, aber das nicht. Ich hätte erwartet, dass die Mutter durchdreht und sie vielleicht angreift. Aber... Aber Fotos. So. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Infrarot... Was hat das denn hier noch für ein Foto hier? Bilder das Foto... Ach, okay, guck mal, da hätten wir die Fotos.
Wir machen mal erstmal das, oder? Ist eigentlich wurscht. Und es sieht so aus, als hätte... Es sieht so aus, als hätte Martha sie angegriffen. Ist das gerade richtig? So. Das sieht eher danach aus, als hätte Martha ihre Mutter mit dem Stock geschlagen. Und nicht umgekehrt, wie wir es gedacht haben. Hier links irgendwas von mir. Ach nee, doch. Lieber Gott, es ist also wahr. Ich habe meine Schwester getötet. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger. Nein, warte. Nein. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Nein. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Nein. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens von diesem Leiden befreit sein. Nein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber ich kann nicht mehr. Das andere Foto auch nochmal entwickeln. Ich schoss instinktiv auf den Soldaten und traf ihn direkt in den Kopf. Doch das war keine gute Idee. Er war offensichtlich nicht allein. Als die anderen hereinkamen, schloss ich die Augen. Ich hörte einen großen Tumult und spürte dann einen scharfen Schmerz im Magen. Sie traten mich, während ein anderer vergeblich versuchte, sich davon zu überzeugen, dass der am Boden liegende Soldat noch am Leben war. Sie traten mir in die Rippen, in den Rücken und in den Magen. Ich konnte nicht atmen und hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Man befahl ihnen, mich auf einen Stuhl zu setzen. Sie fesselten mich so fest, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Hiebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Alter. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber. Also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General: Es waren nur zwei Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann zeigte er auf einen der Soldaten und danach auf mich. Meine Zeit war gekommen. Sie alle gingen weg, bis auf den Soldaten, der die unangenehme Aufgabe hatte, mich umzubringen. Ich wollte sterben, aber nicht so. Grauen erfasste mich. Ich spürte, wie sich mein Körper entleerte. Die Waffe war auf meine Stirn gerichtet. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen,
Ich stank, ich fühlte mich schändlich. Dann zielte er absichtlich daneben und schoss. Er hatte Erbarmen mit mir. Es war wohl mein Schicksal, nicht zu sterben. Er löste die Fesseln, stieß mich zu Boden und rief: Erledigt, die deutsche Hure ist aus dem Weg geräumt. Ich blieb regungslos am Boden liegen. Er ging und ich wurde wieder ohnmächtig. Oh, dieses Spiel, ey. Spiel. Oh. Und wegen vom Soldaten ein Stückchen Menschlichkeit. In Anführungszeichen. Ganz klein Anführungszeichen. Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Das zweite Futter. Ich fühlte mich völlig leer und hatte überall Schmerzen. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorder in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Ich hätte mir das Foto ganz gerne. Julias Tasche wurde von den Soldaten entfernt, aber sie haben sie im Keller gelassen. Okay. Wir haben sie im Keller gelassen, dann muss sie hier noch irgendwo rumliegen. Hier holen wir uns mal die Tasche, bevor wir hier noch... Oder nicht? Oder doch? Ne, hier sehen wir sie nicht. Wir haben sie im Keller gelassen? Wo ist... Ach, da! Ach, Mensch, Blindfisch, ey. Ich glaube, wir gucken besser nicht in den Spiegel. Wir haben auch, glaube ich, nirgendwo einen Spiegel. Gut, nichtsdestotrotz machen wir an dieser Stelle noch einen kleinen Break. Wir schauen so ein bisschen um und gucken, wie die Geschichte weitergeht, weil ich wüsste jetzt nicht, was da noch kommen sollte. Na? Aber schauen wir mal. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Martha is Dead wieder. Ja, ich lasse mich überraschen. Bis dann, tschüss.